Hallo Leute, wir gucken uns gleich 80er-Jahre-Werbung an. Ich kommentiere meine Jugend. Guckst du? Werthers Echte sind voll geil. Heißen die jetzt nicht Werthers Original? Die Werbung war so damals ein bisschen weird, oder? In den 70er, was war das, 70er, 80er Jahre? War das nicht ein Opa, der so einem kleinen Kind so ein Werthers Echte gegeben hat und das Kind so, und dann der Opa so, ich mochte das auch schon als Kind. Ich guck mal, ob ich euch die Werbung finden kann. Werthers. Oh, ich bin nicht der Einzige, der danach gesucht hat. Ich mochte das auch schon als Kind. Und was sonst wohl würde ich meinem kleinen Enkel geben als meine Werthers Echte? Er ist nämlich auch was ganz Besonderes. Ein ganz besonderer Warte mal kurz. Es gibt hier so Werbekompilationen aus den 80ern. Soll ich euch was sagen? Die meisten Menschen haben mich schon als Kind genervt. Ich fand das alles total dämlich. Und ich glaube, wenn du doch als Kind schon von den Meinzelmännchen genervt warst, wie ist es denn für Erwachsene? Stell dir mal vor, Erwachsene warten da, es ist 7:45, wann auch immer. Und dann kommen diese Meinzelmännchen und die ganze Familie ist genervt. Die Eltern sind genervt, die Kinder sind genervt. Warum? Anyway. So, zu den Kanarischen Inseln geht. Ja, und darum wollten wir ihren Reiseservice in Anspruch nehmen. Naja, dafür ist er ja da. Papa. Was, man konnte bei der Dresdner Bank Reisen buchen? Wusste ich gar nicht. Kann ich jetzt... Noch nicht. Warum? Ihre Regel... Halt die Klappe! ...mäßigen Zahlungen erledigen wir mit Dauerauftrag. Mhm. Etwas Peseten nehmen Sie in Bar mit. Für den Rest Reiseschecks. Papa. Und wenn's nicht Papa. Reicht... Papa! Papa, kann ich... Boah, jetzt voll auf die Fresse. Wir sollten es eigentlich neu synchronisieren. So, ihr Vollidioten, ihr wollt also einen Kredit aufnehmen, um Urlaub zu machen. Ja, meine Frau, die hat keinen Bock mehr auf mich und ich wollte fragen, vielleicht... Papa, halt die Fresse. Also okay, also ihr wollt einen Kredit, Ratenkredit, also mal 20% monatlich kriegen hier. Papa, ich hab Hunger! Halt die Fresse! Entschuldigung, das stimmt nicht. Im Bett ist... Okay, kein Problem, vielleicht kaufen Sie sich Dildos. Ich hier, das ist unser Mittagessen. Was? Das ist euer Mittag? Ihr seid ihr Arschlöcher. Geht, verpisst euch zur Deutschen Bank. Ob grün oder rot, Farbe bleibt. Das müsste. Warte. Kaugummi-Werbung sein. Ich schätze mal, es ist Spearmint oder Tic Tac. Ich würde sagen, es ist. Wrigley's. Ich glaube, das ist Wrigley's-Werbung. Ich weiß es aber nicht genau. Korall, Mentos. Naja, das. Ja. Fever! Scheiße! Das ist schwer jetzt. Das ist sehr, sehr schwer zu erraten. Boah, was könnte das sein? Ich gehe jetzt nochmal auf Kaugummi-Werbung, Leute. Ich gehe nochmal auf... Ich glaube nochmal Kaugummi. Was meint ihr? Knoppers? Tui, Busreisen. Ich gehe mal mit Tierfutter. Drei Wettertaft. Rittersport! Was kann das für eine Marke sein, Leute? Ich glaube, das ist jetzt Knoppers. Was könnte das sein? Lass mich kurz raten. Dem ist kalt. Vic Medi-Night. Tee, sagt ihr? Wodka? Nein, Wodka. Wodka. Fisherman's Hustenbonbon-Werbung. Fisherman's Hustenbonbon. Okay. Handcreme. Ihr seid so... Ess dir die Kälte ins Gesicht. Und dein Weg führt dich wieder zurück zur Hütte. Ihr habt recht, Gorbatschow. Und nein! Spürst du das Besondere, die Melodie ist was anderes. Passt. Irish Moss? Irish Moss. Irish Moss. Oh Gott, gibt's das noch, das Zeug? Nein, da wäre ich nie drauf gekommen. Ah! Ich kenne das! Palmolive! Ich kenne die linke Tante, das ist die Palmolive-Tante. Ich weiß es genau, das ist die Palmolive-Tante. Hallo, Tilly. Na, fremdgegangen? Fremdgegangen. Hast du jemanden eingehobelt? Wie kannst du denn an der Hand irgendwie sehen, fremdgegangen? Ist das Sperma? Tilly, ich sehe es doch an ihren Händen. Normales Geschirrspülmittel. Da sind doch Schamhaare drin. Dann war bestimmt kein natürliches, ja, Protein. Palmolive. Oder? Sicher nicht. Und die Werbung endet, glaube ich, mit den Händen in dieser blöden Palmolive-Schale, oder? Sehen Sie? Nur Palmolive hat natürlich...
Ist übrigens voll creepy, die Tante übrigens. Tilly, sehen Sie meine Hände? Ja, schön und zart. Fremdgehen lohnt eben nicht. Aber die natürlichen Proteine von Palmolive, die... Ja. Und die hat sich vorhin an der Hand auch natürliche Proteine vom Mann... Miracoli, das Original. Ja, gut. 20% mehr Tomatensauce. Hier gibt's Miracoli. Oh, Leute. Da fällt mir was auf. Warte mal ganz kurz. Wisst ihr, was wir mal bei Was guckst du gemacht haben? Wir haben Miracoli verarscht. Miracoli haben wir es genannt. Miracoli. Wir gucken jetzt das Original und danach gibt es ein Original Was guckst du Sketch. Den hat sogar jemand hochgeladen. Hat 85.000 Euro! Und bei den Nachbarn nicht. Alle. Es ist noch Soße da. Ja, gib mir auch noch was. Ich will auch noch was. Ich geh mal rüber. Ey, so siehst du aus, wenn du Ecstasy genommen hast. Ohne Scheiß. Leute, sagt Nein zu Drogen. Ey, ich würde die erschießen, ne? Stellt euch vor, eure Nachbarin kommt so rüber mit ihrer beschissenen Soße, ey. Okay. So, pass auf, das war das Original. Brace yourself, Leute, brace yourself. Das ist das Original, oder? Oh, warte mal. Es kann sein, dass es davon auch... Warte kurz, was guckst du MB-Spiel? Ich habe davon auch, glaube ich, eine Verarschung gemacht. So, pass auf. Erstmal gucken wir uns das Original an. Ich habe so viel Werbung verarscht in meinem Leben. B präsentiert das Spiel. Vier gewinnt. Wer hier gewinnen will, muss vier Chips in einer Reihe kriegen. Übereinander, nebeneinander oder diagonal. Da muss man vor allem clever sein, egal wie alt man ist. Wenn das sein Vater ist, dann gute Nacht. Das hat er nicht wirklich gemacht, oder? Hier sind drei. Und der Vater überlegt wirklich gerade. Nein, er war sogar in der richtigen Lane. Er war sogar in der richtigen Säule. Take that. Spiele präsentiert. Türkentabu, das anspruchsvollste Gesellschaftsspiel des Jahres. Türkentabu, erklären Sie Ihren Mitspielern ganz alltägliche Begriffe. Aber Vorsicht, Begriffe wie voll, krass, Probleme, guckst du und konkret sind tabu. Oh, krass. Und zwar bei jedem zu erklärenden Begriff. Scheiße, nochmal kommst du hier. Brauchst du voll der... guckst du hier? Türkentabu, das krasse Gesellschaftsspiel für konkrete Türken. Und ganz neu für den typisch Deutschen, die Edition Fußballtabu. Sag einfach was zum Fußball, aber ohne die Worte ja und gut. Ja gut, Den kannst du heute tatsächlich bringen, warum? Also, weil auch in die andere Richtung Comedy gemacht wurde. Wenn jetzt nur Türkentabu, dann hätten wieder alle gesagt, diskriminieren, du Sack und so. Aber zum Glück gab es noch die deutsche Edition und jetzt kann sich keiner beschweren, oder? Außer die Inder, die sagen, warum werden wir nicht veralbert? Keine Ahnung, Leute. Ich weiß nicht, welches Clip so anfängt. Machst du das Snickers? Und Dome. Die Pionierleistung von hervorragenden Ingenieuren. Das war doch Paul Panzer, oder? Das ist Paul. Oder Atze Schröder. Paul oder Atze, würde ich sagen. Sahen damals in den 80ern schon so aus. Hier sehen Sie Paul Panzer mit 10. Die Pionierleistung von hervorragenden Ingenieuren und einem der größten Entwicklungscomputer der Welt. Der What? Opel Vectra. Und weil im Computer härter getestet wird als im Leben, konnten Farben... Geil ist unten auch der Streifen hier, ne, von der VHS-Kassette. So dieser typische Streifen, den du bei jedem Porno, bei jeder VHS... Du hast echt auf den Streifen geachtet damals. Kommt auf die Filme an. Mortimer, könnten Sie sich etwas Köstlicheres vorstellen als After Eight? Etwas köstlich? Das ist einfach. Fällt euch auf, in den 80er Jahren wurde diese Adelskacke so hochgehoben und reich und schön und
Ferrero Rocher und After Eight. Aber ganz im Ernst, ich habe schon lange keine After Eight-Werbung mehr gesehen, oder? Dann, du hattest die After Eight-Box, die hatte, die Schokolade war ja in so ganz, in so schwarzen Tütchen drin. Und immer. Und manchmal klebt. Manchmal? Mhm. Manchmal. Mäßig. Manchmal. Manchmal klebte die Schokolade, also es ist, After Eight kennt ihr noch, ne? Das ist Pfefferminz, glaube ich, Crap gewesen in einem Schokomantel. Und manchmal ist die Pfefferminzsoße ausgelaufen und klebte an diesem schwarzen, dieser schwarzen Hülle. Und dann habe ich die Hülle aufgerissen, I swear, und dann habe ich dann noch diese Pfefferminzsoße abgelegt. Oh Gott, schlimm, ich war schlimm. Ganz übel. Ja, das als After Eight? Niemals. Mortimer, ich habe gerade jemanden gesehen, der aß etwas anderes. Tatsächlich? Nun, wir tun am besten, als hätten wir es nicht. Denn so schlechte Werbung. After Eight. James, ich habe heute keine Lust auf. Ich möchte lieber einen Film gucken. Was? Einen Film gucken so lange? Ja, einen Film möchte ich schauen. Ich möchte nicht jeden Tag mit dir ins Bett. Ja, aber dann könnten wir uns doch einen Porn.